Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Strategic Command World War II, World at War, gegen den Merb. Tja, zuerst möchte ich mich eigentlich mal bei euch bedanken, denn euer Feedback auf dieses Let's Play ist, wie ich finde, überwältigend. Unglaublich viele Kommentare, vor allem auch sehr viele konstruktive Kommentare, und es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie einen echten Generalstab, den ich an meiner Seite habe. Ganz großen Dank an euch. Ihr seht auch, also ich antworte möglichst viel und ich berücksichtige auch den einen oder anderen Vorschlag. Den anderen gehe ich im Kopf durch und verwerfe ihn vielleicht auch wieder. Letztendlich würden das echte Generäle und nicht nur Hobbygeneräle wahrscheinlich genauso machen, beziehungsweise machen sie genauso, holen von ihrem Generalstab Informationen ein. Oh, da wird meine Garnison hier in Finnland angegriffen. Plant er eine Offensive? Genau, also für und wieder, das eruiere ich und dann gehe ich meinen eigenen Weg. Aber ihr merkt schon, es ist mir sehr, sehr viel wert. Was da von euch für Input kommt? So, mal schauen, was der Map jetzt da macht. Er zieht sich vor Moskau zurück. Ah, startet hier mit den Truppen noch eine Gegenoffensive? Das wundert mich. Die dürften kaum noch Nachschub haben. Na, das ist natürlich klar, dass es mir jetzt... da oben Probleme bekomme. So, Burma ist ja die interessanteste Front. Burma und vielleicht noch Afrika. Aber hier tatsächlich ist es sehr entscheidend. Ah, okay, er bombardiert jetzt schon mächtig meine Landungstruppen da. Oh, 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 oh. Naja, gut, die Einheit habe ich da nicht mehr rausbekommen. Ausgeschaltet. Ein Korps weniger in Burma. Aber werden wir schon noch was machen. Scheint generell, dass er auf breiter Front jetzt momentan überall in die Offensive geht. Ich muss mal gucken, was diese Schiffe eigentlich anrichten können. Ich glaube, viel können die gar nicht machen. Vielleicht entschanzen, glaube ich aber auch nicht. Dafür gibt es nämlich spezielle Taskforces. Bombardment, glaube ich, heißen die. Und mit seinen Flugzeugen ist jetzt auch auf alle Fälle richtig aggressiv geworden, der Merb. Minus 2 bei den taktischen Bombern. Hoffentlich greift er ihn nochmal an. Ausgeschaltet. Ein Fliegerkorps weniger. Schwere Verluste momentan an allen Fronten. Ich muss mal gucken. Gegen die Amerikaner hilft mir vielleicht, dass ich die Städte vielleicht bombardiere. Momentan ein bisschen schwer möglich, weil meine Bomber natürlich auch schon ausgeschaltet sind oder zumindest für diese Runde nicht mehr wirklich kampfeffektiv sind. Kairo ist frei geworden. Jetzt zieht er mit den Panzern nach. Ob das nicht ein Fehler war, mit den Panzern hier so offensiv vorzugehen? Denn jetzt hat er sich quasi seines natürlichen Schutzes hier über den Fluss beraubt. Bin ich direkt gespannt, was da passiert. Ja, jetzt geht es mir an meine Nachschubreserven. Afrika, Afrika. Ja, vor 3-4 Runden hätte ich noch die Chance gehabt zu fliehen. Aber der Zug ist abgefahren. Gegen einen Einsatz der japanischen Flotte im Mittelmeer spricht übrigens eine ganz wichtige Sache. Das wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. Denn ich kann die japanischen Schiffe überhaupt in deutschen Häfen oder die italienischen Häfen nicht verstärken oder versorgen lassen. So, dann geht jetzt die U-Boot-Jagd wieder los. Immerhin mal abgetaucht. Aber er ist wirklich aggressivst auf U-Boot-Jagd. Kann ich auch verstehen. Kosten pro Runde momentan 60, 70, 80 MPPs. Gut. Jetzt gehen die strategischen Bombardierungen los. Konnte leider nicht sehen, wie viel bei ihm jetzt zerstört worden ist an Flugzeugen. Minus 2.
Luftabwehr. Vielleicht gar nicht schlecht, dass ich ein bisschen in Luftabwehr investiert habe, vor allem auch in Städten. Ja, Düsseldorf, glaube ich, habe ich gar nicht. Aber er scheint da was vorzubereiten. Ich glaube, der merkt jetzt auch gerade die Limitierung hier in Afrika, denn hier unten in der Wüste ist es mit der Versorgungslage ziemlich schwierig. So, jetzt kommen hier schon die ersten Angriffe in meine Flanke. Aber das Gelände zum Verteidigen ist sehr, sehr günstig. Ui, das war teuer für ihn. Minus 4 zu minus 1. Schön, die Partie ist richtig spannend. Bleibt spannend. Jetzt wird er hier nochmal offensiv mit seinen Flugzeugträgern. Jetzt bin ich gespannt, Schaden vermieden und bei ihm minus 5. Ja gut, meine minus 7. Ah, ich hoffe, dass ich die dann noch rausbewegen kann, aber mir schwant da Böses. Oh, da schwand mir Böses. Ah, oh, ein Schlachtschiffverband versenkt. Wie leichtsinnig von mir. Puh. Katastrophale Runde bis jetzt. Landekräfte auf Sizilien. Ja. Also, die Invasion Italiens hat begonnen. Wiederholung abgeschlossen. Die hat es in sich. Das muss ich jetzt erstmal für mich analysieren. Arakan kurz zerstört bei Japan. Afrika taktische Bomber zerstört. El Alamein Küstenbombardierung. Mersa Matru Küstenbombardierung. Köln durch Bombardierung erlitten. Zerstörer versenkt. Schlachtschiffe versenkt. Bei den Chinesen Nachschubmangel. Bei den Russen Nachschubmangel. Bei der 10. Garnison Nachschubmangel. Alles wahrscheinlich die auf Hawaii. Kolumbien tritt den Alliierten bei. 27 MPPs haben die Russen verloren. Dann haben wir noch eine Armee gesichtet bei Ningxia. Bei Bamako. Die Lage in Italien. Italien ist in einer kritischen Situation mit alliierten Kräften auf italienischem Boden. Die Moral ist eher bescheiden und es besteht die Möglichkeit, dass Mussolini gestürzt wird. In diesem Falle müssen wir so viele Stützpunkte als möglich besetzen, um zu verhindern, dass diese in Feindeshand geraten. Empfehlung. Stellen Sie sicher, dass deutsche Einheiten für den Fall einer Kapitulation Italiens alle strategischen Positionen halten. Damit könnten wir größere Verluste vermeiden. Tja, die Frage ist, was sind die strategischen Positionen? Das werde ich mir mal in der Anleitung wahrscheinlich mal eben anschauen müssen. Das werde ich dann auch jetzt gleich mal tun. So, bevor wir uns um die Italiener kümmern und um die Deutschen, schauen wir mal hier bei Japan vorbei. Da ist es ja doch kritischer, das Ganze. Hier drüben bei meiner Landeoperation ist ein kleiner Fehler entlaufen. Ich habe keinen Hafen eingenommen. Nichtsdestotrotz sieht es momentan ganz gut aus da. Frage ist, ob ich hier Impal einnehme oder nicht. Wie sind die versorgt? Versorgung 4, Aktionspunkte 2. Das heißt, die können hier eigentlich gar nicht Berg. Eigentlich sollte ich die Stadt einnehmen. Auf der anderen Seite sind meine Einheiten hier schon recht geschwächt. Ich glaube, es ist sinnvoll, die tatsächlich erst zu verstärken. Ja. Ich denke, das sollte sein. Dann. Ich könnte natürlich jetzt auch gucken, dass ich die erst noch upgrade. Aber es ist mir jetzt wichtiger, dass ich die Stadt hier besetze. Ah, Feinkontakt. Gut, gut. Wie ist denn die Versorgungslage da? Nächste Runde. Ah, Moment, den machen wir rückgängig. Erstmal die Einheit hier hoch. Gut, hier oben werden wir relativ inaktiv bleiben. Lascio sollte verteidigt werden, da verstärken wir jetzt lieber einfach mal auf 8. Dann, die können wir nicht verstärken. Bin ich zu weit weg von irgendwelchen... Ja.
Frage ist, ob ich jetzt hier schon offensiver werden sollte. Ich könnte hier das Hauptquartier angreifen. Allerdings wäre dann natürlich auch Mirtkina frei. Aber verlockend ist es schon, muss man ja mal sagen. Es ist sogar sehr verlockend. Ich mach das. Ja. Sehr gut. Also, Burma macht mir ehrlich gesagt keine allzu großen Sorgen. Das kriege ich schon in den Griff. Dann werden wir jetzt hier mal, auch wenn wir da viel Moral verlieren. Vielen Dank auch für den Tipp, das habe ich nicht gewusst. Innerhalb von einer Runde ist die Moral auch wieder hergestellt. Das heißt, es geht ein bisschen schneller oder deutlich schneller, als wenn sie die Verluste durch Kampfhandlungen verloren hätten. Ja, alles ein bisschen überdehnt hier. Wie weit kommen wir denn mit den Einheiten rüber? Kunming möchte ich nämlich ungern wieder verlieren. Die können sich überhaupt nicht bewegen hier. Wieso das denn? Ah, muss am Wetter liegen. Natürlich. Ja, das Wetter macht mir, es ist jetzt hier gerade Regensaison. Was mache ich hier? Ich glaube, es ist sinnvoller tatsächlich. Was könnte man denn hier upgraden? Mobilität braucht man nicht. Verstärken. Auf 10 verstärken. Was haben wir denn hier? Ein Berg. Ortschaft. Was haben wir die für Bewegungspunkte normalerweise, wenn die gut versorgt sind? Aktionspunkte 4, 1, 2. Würde er schon reinkommen nach Wanting. Ich gehe auf Nummer sicher. Und auch hier drüben muss ich jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen. Gerade eben geht es erstmal darum, zu halten. Das wird jetzt hier tatsächlich deutlich wieder verstärken alles. Hier habe ich generell das Problem, dass die Versorgungslage hier oben recht kritisch ist. Ihr seht, es ist Versorgung 4 plus Versorgung 5. Liegt daran, dass die nächsten Städte Changsha, Quelin und Nanjing einfach sehr weit weg sind, um die Versorgung an die Front zu bringen. Ja, ich komme hier auch nicht rüber. Aber sicherlich besser von hier die Versorgung als von woanders. Und hier ist die Frage, ob ich hier einen Angriff führen sollte. Verschanzung 3, Verschanzung 1 von 2. Ja, Quai Chou wäre schon interessant. Was ich aber machen werde, ist, ich werde noch ein weiteres Hauptquartier herunterbringen. Und dann können wir sicherlich die Einheiten hier unten ein bisschen besser versorgen. Nächste Runde. Ja, sind wir schon bei 6 und 7. Das reicht eigentlich aus. Gut, tja, den Angriff. Machen wir den noch? 1 zu 2. Ja, warum nicht? 3 zu 1. Sehr gut. Tja, hier kommen wir wegen dem Regenwetter nicht vorwärts. Hier oben... tut sich auch nicht allzu viel. Nichts weiter passiert. Verschanzung. Bringen wir mal die Verschanzung hier runter. Verschanzung 1 von 3. Die kann er jedenfalls nicht mehr so gut aufbauen für die nächste Runde. So, nächste Frage. Warum ich hier nicht reinkomme nach Xi'an, verstehe ich nicht so recht. Das wäre ein bisschen Rätsel. Aktionspunkte 3. Ach, wegen der Zone of Control von der Einheit hier oben. Okay, deswegen komme ich da nicht rüber. Und dann haben wir natürlich jetzt hier eine komplette Armee. Ich würde sagen, wir... okay. Komplette Armee ist ein wenig übertrieben gesagt. Reste einer Armee. Man doch wieder zurück. Frage ist, ob ich mich nicht tatsächlich weiter Richtung hier sichere und wir bewegen uns weiter Richtung Yangku. Muss ich sicher in die Stadt. Versorgungslage ist gut.
Mal schauen, ob hier mit den Partisanen alles in Ordnung ist. Könnte besser sein. Bei Peking habe ich ein paar Probleme. Momentan aber keine Truppen verfügbar. So, hier, die 17. Korps flüchtet mal weiter in die sibirischen Urwälder. Ja, die Einheit, das war's. Das heißt, wir haben auf der Seite nichts mehr zu befürchten. Die Frage ist tatsächlich jetzt, ob ich mit dieser Armee hier noch aktiv bin, bleibe, werde oder ob ich die auch eher in den Süden verlege. Ich meine, die Russen sind jetzt hier kein allzu großes Problem mehr. Ich mache mal die Stadt hier noch ein. Nikolajewsk. Partisanenlage. Lauter Industriepartisanen. Ja, Irkutsk, Industriezentrum. Ja, es werden natürlich die Russen von beiden Seiten in die Mangel nehmen. Ich schaue mal nochmal von oben, kann kein Russe mehr groß kommen. Ich denke mal, dass ich die Armee tatsächlich hier verlegen werde. Frage ist, ob hier im Hinterland noch irgendwas ist. Mit Japan neue Einheiten? Nee. Wisst ihr was? Das überlege ich mir jetzt gerade noch. Während ich andere Dinge mache. Und zwar wollte ich noch ein Hauptquartier. Ein Hauptquartier hier drüben wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich hier schon anlande. Was haben wir hier? Transporter. Da haben wir noch eine ganze Armee. Wenn wir die auch mal hier in die Gefechte bringen. Nach Burma. Ja. Und Spezialkräfte wären nochmal gut. Habe ich noch Spezialkräfte in der Nähe, die ich vielleicht irgendwo hinverlegen könnte? Aus dem Gebiet. Nicht wirklich. Oh, hat mich was gekostet. Mittlere Bomber. Ja, ich fürchte, die kann ich nicht verlegen. Bin ich jetzt mit denen hier in der Sackgasse? Wieso kann ich da nur angreifen? Hä? Bereitschaft 29, was ist denn jetzt los? Oh, da stimmt irgendwas nicht. Kann die nicht verlegen. Schauen wir mal nächste Runde. Vielleicht ein Bug, vielleicht aber auch ein Problem meinerseits. Spezialeinheiten-Upgrade. Da braucht man nichts. Habe ich noch Spezialeinheiten, die ich von irgendwoher verlegen kann? Idealerweise bräuchte ich noch zweimal Spezialeinheiten, um hier in Indien richtig Rambazamba machen zu können. Mit der Armee kann ich nicht anlanden. Guadalcanal. Wenn, dann wären es die hier. Amphibischer Transport Langstrecke. 77 MPP. Nächste Runde dann. Auf Neuguinea lasse ich mal lieber noch ein paar Einheiten. Na, hier oben habe ich natürlich Wake Island. Machen wir auch hier amphibischer Transport, Langstrecke. Teuer, teuer, aber die verlegen wir darüber. Das passt schon. Gut, was machen wir jetzt hier mit Verschanzung 1 von 3? Jetzt witzen mich hier nämlich langsam. Ah, jetzt knacken wir sie. Gott sei Dank. Ich habe schon befürchtet, ich kriege die Amerikaner hier nie raus. Endlich! Lang hat es gedauert. Sehr gut. Flugzeugträger, Upgrade, Flugzeugträger, was können wir? Langstreckenkampf, Flugzeug, dann machen wir jetzt erstmal die Verstärkung an Flugzeugen.
8. Verstärken auf Flugzeug. Auch auf 8. Nächste Runde können wir sie noch upgraden. Screen Task Force. Da müssen wir reparieren. Und hier drüben habe ich ja bedauerlicherweise einiges an Schiffen verloren. Ja. Tja, dass die Flugzeugträger hier... Modus... Nee. Überwachungsmodus automatisch. Ist mir ein Rätsel. Muss ich auf alle Fälle noch irgendwas abstellen hier oben an Schiffen. Frage ist nur was. Große Sichtweite habe ich ja hier nicht. Hier noch Schiff im Hafen. Nee. Fliegt mal hier rüber. Wie mache ich denn diese Aufklärungslücke hier zu? Ich befürchte, ich muss mal langsam wieder was in die Marine stecken. Momentan habe ich allerdings nichts. Mittlere Bomber. Upgrade. Die kann man upgraden. Erdkampfwaffen. Sehr gut. Jetzt geht es nämlich langsam los, dass die Erdkampfwaffen relevant werden. Muss mal gucken bei Hawaii. 5,5. Das heißt, ich kann meine Schiffe hier nicht ganz wiederherstellen. Aber zum Teil. Die Flugzeugträger mal wieder. Bombay. Gut, die Flugzeuge hier oben, da waren wir ja schon. Da geht nicht mehr viel. Frage ist, ob ich hier mit den Special Forces hier noch was mache. Ui. Boah. Verlockend wäre das schon. Es wäre auch verlockend, das Hauptquartier hier zu zerstören. Das machen wir. Ja, hat nicht ganz geklappt. Bin ich gespannt, falls sie sich hier rauswagt. In der nächsten Runde kann ich meine Special Forces da wieder anlanden. Dann haben wir hier noch ein Schlachtschiff. Frage ist, was mache ich mit dem Schlachtschiffverband? Na, die lasse ich lieber bei meinen Flugzeugträgern. Okay. Tja, gute Frage ist, was ich jetzt hier mit den Einheiten hier unten mache. Und ich bemerke gerade, ich glaube, ich brauche hier oben eigentlich gar kein zweites Hauptquartier zur Verbesserung der Lage hier. Allerdings brauche ich Armeen hier unten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Moral 7, Moral 20 haben die noch, Versorgung 2, Versorgung 7... Die kann ich nächste Runde verlegen. Was mache ich mit dem Hauptquartier? Ich könnte es hier oben natürlich auch gut gebrauchen. Oder in Indien. Indien ist ein weiter Weg. Was wird mich das denn kosten? 102. Okay, vergessen wir das. Sollte man lieber schauen, dass ich hier auf dem Kontinent vorwärts komme.
Torpedoboote. Ein Abstecher nach Australien wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Was ich mal schauen könnte ist, ich muss diese Lücke da oben irgendwie decken. Was kann ich denn eigentlich kaufen? Zerstörer. Sichtweite See. Das ist ja gar nichts. Sichtweite 3. Was ist denn eigentlich hier mit den Geleitflugzeugträgern? Sichtweite See 5. Aber das passiert nicht. Punkte haben wir noch. Wo lohnt sich was zu machen? Kann ich noch irgendwelche Einheiten? Was ist denn hier eigentlich mit diesem Chor? Habe ich davor gehabt, das zu verlegen? Sieht fast so aus. Oder habe ich das da angelandet? Ein Chor. Was wird mich das kosten? Amphibischer Transport. 57. Ein Chor noch hier mit anlanden. Eine Armee. Ich bin ganz schön nackig da an einigen Fronten. Hier bringt es mir definitiv natürlich gar nichts. Partisanen, was wollte ich denn mit denen machen? Eine Garnison. Gut, die können wir dann nachziehen. Ich kann ja Japan nicht komplett ungeschützt lassen. Ich brauche da oben irgendein Schiff, das mir aufklärt. Die machen es nicht. Gut. Würde ich denken, das war's für diese Runde mit Japan. Und auf deutscher Seite sah es jetzt auch nicht so rosig aus. Das müssen wir uns auch mal angucken. Bombay ist eine Garnison. Nein, bin ich blöd. Stand der 2:0 da. So ein Schmarrn. Ich meine, der Verband hier ist natürlich... Die muss ich auch jetzt wieder abziehen. Ich muss meine Flugzeuge auf Erdkampfwaffen umstellen. Das können wir in der nächsten Runde machen. Was machen wir in der nächsten Runde? Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich schätze mal, die Lage für den Mörp hier wird ziemlich interessant. Jetzt hat er hier ziemlich, also Einheiten ganz schön eingekesselt. Versorgung 2 hier bloß noch. Ja. Hier kommt er nicht rüber. Impal kann er noch einnehmen. Da komme ich nicht hin. Macht erstmal nichts. Da hat er schon zu kämpfen mit. Schauen wir nochmal, neue Einheiten. Kann ich noch, kaufen, irgendwas Sinnvolles kaufen? Wieso zeigt er mir denn die überhaupt an? Ich habe doch, stimmt da mit dem Geld was nicht? 134. Oh, ach so, jetzt hätte ich beinahe den Fehler gemacht. Auf deutscher Seite muss ich natürlich schauen. Luftabwehr, Garnisonen, Zerstörer. Was, Zerstörer kostet plus 35? Na gut, okay. 35? Da kaufen wir gleich mal ein paar. Können wir noch einkaufen? Dreimal Zerstörer, bitte.
geht nicht mehr. 60. Ach, das waren die, der alte Fehler wieder. Das waren die günstig zu habenden Zerstörer natürlich, weil die versenkt worden sind, sozusagen. Ja, ja, okay. Gut. Haben wir es mit Japan. Falls mir noch was einfällt, habe ich eben noch die Gelegenheit, in der nächsten Runde das zu machen. Ja, würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Spannend genug ist es ja, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt auch nach wie vor Interesse daran. Spannende Partie. Jedenfalls aus meiner Sicht. Und ich glaube, für Mörb auch. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, pfiat's euch. Servus.